Auf dem Mond gibt's Wasser. Ja, wirklich. Aber das wusstest du natürlich schon, stimmt's? Die NASA wusste aber noch nichts vom Wasser auf dem Mond, als die Apollo-Astronauten vor 50 Jahren zum Mond flogen. Die Astronauten brachten 380 Kilo Gestein in hermetisch verschlossenen Säcken vom Mond zurück. Und als die NASA in einigen der luftdicht verschlossenen Säcke Wasser fand, dachte man, dass die Proben in diesen Säcken bei der Landung mit Meerwasser verunreinigt worden waren. Dabei war es Mondwasser. Aber die NASA zog nicht in Betracht, dass das Wasser aus dem Mondgestein stammen könnte, denn es hieß, auf dem Mond gibt es kein Wasser. Aber heute wissen wir, dass diese Annahme falsch war. Es gibt definitiv Wasser auf dem Mond. Wer aber letztendlich entdeckt hat, dass es Wasser auf dem Mond gibt, ist nicht ganz klar. Indien behauptet zum Beispiel, sein Mondorbiter Chandrayaan 1 habe während seiner Mission 2008 bis 2009 Wasser im Mondboden entdeckt. Der geologische Begriff für den Mondboden ist übrigens Regolith. Aber Indiens Behauptung ist umstritten. Da die Raumsonde Chandrayaan 1 nur Infrarotspektren im Bereich von 3 Nanometern von der Mondoberfläche aufgenommen hatte, könnten die positiven Ergebnisse neben H2O auch auf OH-Moleküle hindeuten. OH ist ein Hydroxyl, das heißt, es könnte sich entweder um eine Säure oder einen Alkohol handeln. Indien schickte Chandrayaan 2 im Juli 2019 zum Mond, um die früheren Ergebnisse zu bestätigen. Und mit Infrarotspektralmessungen bei 6 Nanometern fand man tatsächlich H2O. Aber das SOFIA-Observatorium der NASA behauptet, dass es schon im August 2018 Wasser auf dem Mond entdeckt habe. SOFIA, das Stratosphärenobservatorium für Infrarotastronomie, das in 14.000 Metern Höhe an Bord einer modifizierten Boeing 747SP mitflog, nahm 6 Nanometer Spektralmessungen von der Mondoberfläche auf und fand im August 2018 eine eindeutige Spur von Wasser. Allerdings gab es auch hier einige Unstimmigkeiten. Die Messwerte von SOFIA passten nicht zu den Temperaturschwankungen auf dem Mond. Was war da los? Erst ist es da, dann doch nicht. Um herauszufinden, ob und wann Wasser im Sonnenlicht auf dem Mond vorhanden ist, ist eine Messung der Temperatur auf dem Mond Regolith notwendig. Daher geht streng genommen der Preis für die eindeutige Entdeckung von Wasser im Gestein und im Boden des Mondes an den chinesischen Mondrover Chang'e 5, der 2020 auf dem Mond zum Einsatz kam. Die aktuelle Frage lautet also, wie viel Wasser ist im Gestein und im Boden des Mondes? Die Antwort, nicht viel. Aus einem Kubikmeter Regolith könnte etwa ein Tropfen Wasser ausgepresst werden und in den Felsen ist kaum mehr drin. Dennoch zerbricht sich die Fachwelt derzeit den Kopf darüber, welche Art von Maschinen gebaut werden müssten, um dieses Mondwasser zu gewinnen. Für weitere Missionen ist es absolut wichtig, dass es Wasser auf dem Mond gibt. Du kannst dir vorstellen, dass Wasser zu schwer ist, um in großen Mengen zum Mond gebracht zu werden. Es ist aber notwendig, um menschliche Aktivitäten wie den Bau einer Mondbasis zu ermöglichen. Ohne Wasserversorgung ist eine langfristige menschliche Präsenz auf dem Mond eigentlich unmöglich. Aber es wird angenommen, dass es an einem anderen Ort auf dem Mond Wasser in größeren Mengen gibt, und zwar am Südpol. Bereits 2010 hatte das NASA-Radar die Polarregionen des Mondes kartiert. Bei der Radarkartierung kommt es auf das Rückprallsignal der Radarwellen an. Das Radarsignal wird unterschiedlich zurückgeworfen, wenn es auf Land, Wasser oder Eis trifft. So wie du mit geschlossenen Augen erkennen kannst, ob jemand auf Metall, Holz oder Plastik klopft. Die Schallwellen haben ihr eigenes, unverwechselbares Muster, genau wie das Radar. Es wird die Zeit gemessen, die das Signal braucht, um zurückzuprallen. Und damit konnte eine Karte der Oberflächentopographie erstellt werden. Berge, Täler und Bergrücken wurden genau kartiert und die detaillierte Oberflächenkarte entstand. Aber beim Überfliegen der Krater am Südpol des Mondes prallte das Signal der Radarreflexion anders zurück. Und zwar so, dass man vermutete, dass es in den Kratern Eis gibt. Das war eine aufregende Entdeckung. Eine Besonderheit der Krater am Südpol des Mondes ist, dass die Sonne nie in die Krater scheint. Der Winkel des Sonnenlichts streift lediglich horizontal über die Oberseiten, ohne aber in die Krater zu fallen. Diese einzigartige Lage führt also dazu, dass die oberen Ränder der Krater immer im Sonnenlicht liegen, aber der Boden immer im Schatten liegt und das Eis am Boden der Krater nie schmelzen wird. Es gibt wohl mehr als 40 dauerhaft dunkle Krater in der Nähe des Mond-Südpols und in allen wird Eis vermutet. Raumfahrtunternehmen aus der ganzen Welt gaben sofort bekannt, dass sie Mondbasen am Südpol des Mondes planen.
China, Russland, Europa und Japan wollen Sonnenkollektoren an den Rändern der Krater aufstellen, weil es da ja rund um die Uhr Sonnenlicht gibt. Diese Kollektoren sollen das Eis am Boden der Krater zum Schmelzen bringen. Die NASA hielt sich mit solchen Plänen noch zurück. In weiser Voraussicht hat sich die NASA entschieden, keine extravaganten Pläne auf Grundlage einer einzigen Beobachtung zu machen, weil das eben kein guter wissenschaftlicher Ansatz ist. Es sind nämlich mehrere Beobachtungen nötig. Stell dir vor, dein Cousin Bernd sieht beim Abendessen, wie der Salzstreuer durch die Luft schwebt, aber niemand sonst bemerkt das. Es ist vielleicht gar nicht passiert, oder? Auch wenn Bernd darauf besteht, dass es passiert ist, sind mehrere Beobachtungen nötig, damit etwas als real gilt. Und wenigstens eine dieser Beobachtungen muss einen direkten Kontakt beinhalten. Die NASA startete den Lunar Reconnaissance Orbiter, um die Krater am Südpol des Mondes zu umkreisen und genau zu untersuchen. Eines der 7 LRO-Instrumente, die detaillierte Messungen vornehmen, ist das LAMP-Instrument, das Ultraviolettbilder von den dunklen Kratern machen kann, wenn sie vom Sternenlicht beleuchtet werden. Eigentlich ziemlich clever. Man schätzt, dass es in den dunklen Kratern am Südpol des Mondes etwa 500 Milliarden Liter Wasser gibt, aber in gefrorenem Zustand. Das ist ungefähr so viel, wie die USA in nur 2 Tagen verbraucht. Aber auf der Mondbasis könnten 500 Milliarden Liter Wasser für 1000 Jahre reichen. Die Frage aller Fragen: Wie ist das Eis dorthin gekommen? Kometen sind die plausibelste Erklärung. Sie bestehen aus vielen verschiedenen Arten von Eis, wobei Wassereis am häufigsten vorkommt, weil Sauerstoff und Wasserstoff im Weltraum ziemlich häufig sind. Die Erde ist aber der einzige Ort im Sonnensystem, an dem es italienisches Eis gibt. Wenn ein Komet in den Südpol des Mondes einschlägt und einen Krater hinterlässt, wird das Eis dort eingeschlossen und schmilzt oder verdampft nicht, weil es in der Mondoberfläche verdichtet ist. Radarmessungen haben gezeigt, dass das Eis im Boden dieser dunklen Krater bis zu 18 Meter unter der Oberfläche liegt. Am Südpol des Mondes könnte es ziemlich eng werden, wenn alle Länder ihre Pläne umsetzen und das Sonnenlicht an den Kraterrändern und das Eis in den dunklen Tiefen der Krater nutzen wollen. Du kannst dir vorstellen, dass der Mond-Südpol zum wertvollsten und begehrtesten Grundstück außerhalb der Hamptons auf Long Island in New York geworden ist. Aber die NASA konnte bisher noch keinen direkten Beweis für Wassereis am Mond-Südpol finden. Sie haben gesucht und sie suchen auch noch weiter, zuletzt mit der L-Cross-Raumsonde. Diese feuerte ein schweres Projektil in den dunklen Krater Zabeus. Die Idee war, durch den Einschlag eine Gaswolke zu erzeugen, die über den Kraterrand aufsteigt, durch die dann eine Raumsonde fliegt, die die Zusammensetzung der Gaswolke misst. Damit hätten sie den physikalischen Beweis für Wasser in den Polkratern erbracht, etwas, wonach die NASA verzweifelt sucht. Die Idee wurde auch erfolgreich durchgeführt. L-Cross fand jede Menge Wasserstoff, Natrium, Quecksilber und Silber in der Gaswolke, die aus dem Kraterboden aufstieg. Aber keine H2O-Moleküle. Doch wegen der Menge an Wasserstoff in der Wolke bestehen viele Forschungsteams darauf, dass Wassereis die Quelle für den Wasserstoff ist. Zweifel bestehen aber und damit ist es kein direkter Nachweis von Wasser, den sich die NASA erhofft hatte. Demnächst wird Prime 1 in der Südpolarregion des Mondes nach Eis bohren. Prime ist ein Akronym, also ein Kürzel, und steht für Polar Resources Ice Mining Experiment. Die Sonde wird wohl nur 3 Meter tief bohren können und die NASA hofft, dass das tief genug ist, um Eis zu finden, das unterhalb des Regoliths in den Mond gepresst wurde. Prime 1 ist Teil der Artemis-Mission. Das wird die nächste bemannte Mission zum Mond sein. Die NASA hat seit über 50 Jahren keinen Fuß mehr auf den Mond gesetzt. Eigentlich ist niemand seit der letzten Apollo-Mission im Jahr 1972 auf dem Mond gelandet. In der Zwischenzeit wurden einige Rover zum Mars geschickt, aber nicht zum Mond. Und jetzt, wo es mit ziemlicher Sicherheit Wassereis auf dem Mond gibt, beginnt ein neues Wettrennen um die Einrichtung einer bemannten Station am Südpol des Mondes. Wasser auf dem Mond sorgt aber nicht nur in der Wissenschaft für Aufregung, sondern auch für Dramen um die Landverteilung. Es wird ein bedeutender Weltraumstart für die Menschheit. Aber zuerst müssen wir zurück zum Mond fliegen. Das wird fantastisch.